Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich schaue ja in letzter Zeit sehr auf meine Gesundheit, sei es jetzt mit Vitaminen und Spurenelementen oder jetzt mit der Air-Up-Flasche, wo ich halt wirklich nur Wasser trinke, was geschmacklich simuliert wird. Und jetzt haben wir was Neues geholt, und zwar, das ist eine Massagematte. Da habe ich schon sehr, sehr viel gesehen im Internet, sehr viele Werbungen. Eigentlich ist es eine Akupressurmatte. Und die habe ich mir jetzt geholt, jetzt nicht diese um 20, 30 Euro jetzt in Amazon, sondern ein bisschen eine hochwertigere, und da bin ich jetzt gespannt, ob sie wirklich das hält, was sie verspricht, beziehungsweise, wo viele auch sagen, man haltet es nicht aus, wenn man drauf legt, beziehungsweise drauf steht. Und zwar, ich habe mir geholt die Panamat Echo, eine richtig, richtig teure, beziehungsweise hochwertige Massagematte, und die werden wir uns jetzt zusammen anschauen und natürlich so gut es geht, natürlich auch testen. So, hier haben wir jetzt die Verpackung. Sie ist ein bisschen sehr, sehr groß, die Verpackung. Man sieht eigentlich nicht viel. Man sieht auch rundherum nicht viel. Auf der Rückseite steht ein bisschen was auf verschiedenen Sprachen. Regelmäßige Massage von der Pranamat Echo könnte Ihnen helfen, sich zu entspannen und die Lebensenergie zu erneuern. Auswirkungen von Stress zu reduzieren, Durchblutung zu fördern, Elastizität der Haut sowie das Hautbild zu verbessern, die Schlafqualität zu verbessern, Muskelverspannungen und Krämpfe zu lindern und den Mangel an körperlicher Aktivität auszugleichen. Ja, die Frage ist, wie oft schafft man das, beziehungsweise wie lange soll man das eigentlich machen? Kann ich euch auch nicht sagen, weil ich glaube, das ist so eine Art Selbsttest. Machen wir die Verpackung mal auf. Und dann wissen wir mehr. Hier springt es uns eigentlich schon quasi an. Hier haben wir sogar noch einen User Guide. Schauen wir mal. Hier sieht man schon, wie die ganzen Leute oben sitzen. So gemütlich wie die oben sitzen, kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ihr werdet das gleich selber sehen, beziehungsweise von mir mitbekommen. Ja, was ist in diesem Set drinnen? Also wir haben das Kissen dabei, wir haben die große Matte dabei und die Minimatte dabei. Somit würde man am ganzen Körper liegen. Ich glaube, so wie gemütlich die hier oben liegt, werde ich es nicht schaffen. Kontraindikationen, also wie gesagt, ich bin jetzt keine Empfehlung, das ist eher ein Selbsttest. Das heißt, jeder muss das für sich selbst bestimmen oder beziehungsweise auch seinen Arzt fragen, ob es gut ist oder nicht. Onkologische Erkrankungen, sei es Chemotherapie und so weiter, Strahlendebris, soll man das nicht machen. Gerinnungsstörung sollte man das Ganze auch nicht machen. Bei Epilepsie, erheblichen Hautschäden, bei der Psoriasis, also das ist eine sehr starke Hauterkrankung, Gürtelrose, oder bei Schwangerschaft, Fieber, akute Erkrankungen sollte das man nicht machen. Bei Herzerkrankungen, ja, die Anwendung, legen Sie sich einfach auf die Massagematte, Kopfkissen, auf eine ebene Fläche, legen Sie die Kleidung ab, senken Sie sich vorsichtig, bequeme Position auf den Rücken. Hier haben wir schon, also hier würde man jetzt 10 bis 50 Minuten, also 50 Minuten muss man es eigentlich aushalten. Dann haben wir hier, das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ich glaube, das werde ich mal probieren. Das heißt, weil Lendenwirbelbereich ist eigentlich für viele, die was lange sitzen, ein Problem. Hier fällt mir auf am Rücken, das ist alles ziemlich rot. Also ich glaube, das wirkt schon, also das fährt schon so richtig, richtig ein. Schauen wir, was gibt es hier noch für Übungen? Für den Bauch, auch sehr interessant. Hier ist einmal das kleine Set, beziehungsweise die kleine Matte. Und wie ihr hier seht, hier sind so kleine Blütenblätter drauf, aber die sind halt wirklich so wie Hartplastik. Und wenn man allein schon mal so hier drauf greift, ist das so, als wirklich richtig spitz. Also wie ihr seht, ich habe jetzt hier, ich tue mal mit dem Finger schön fest drauf, und wie ihr seht, ein bisschen so eingedrückt. Also man sieht das richtig, diese Vertiefung. Jetzt stell ich mir halt vor, wenn ich mit dem Gewand ganzen Gewicht da drauf liege, dass es halt sich ein bisschen wehtut. Dann haben wir hier noch das Kissen selber. Das ist eigentlich so gemütlich, also da ist irgendwas Tolles drinnen, aber natürlich auch mit denen drauf. Und das ist die Hauptmatte. Das ist die ganze Matte. So, wenn man jetzt hier drauf greift, geht's, aber wenn man halt dann wirklich so hineindrückt mit dem ganzen Gewicht, dann spürt man dann schon richtig und man sieht es richtig schön auf die Handflächen, diese ganzen kleinen Stifte, was hier halt richtig einfahren. Ich werde das jetzt einmal kurz testen und werde ich dann meine Erfahrung schildern, wie es wirklich war. So, ich bin wieder da, kurz getestet. Ja, wie gesagt, kurz getestet, das ist eigentlich das Hauptargument. Ich habe es jetzt versucht, auf der großen Matte zu liegen. Also
Ich würde sagen, die ersten 30 Sekunden oder bis zwei Minuten waren die Hölle. Also das fühlt sich irgendwie so an, als hätte einen wirklich einen massiven Sonnenbrand, gerade einen frischen Sonnenbrand, und je und die ganze Zeit haut dir hinten drauf einen auf dem Rücken. So starke Schmerzen sind das, so fühlt sich das circa an. Der Gewöhnungseffekt kommt irgendwie so nach 5 Minuten, wenn man halt die 2 Minuten oder die erste Zeit überhaupt geschafft hat, die erste Liegeposition. Dann ist es irgendwie so, es fängt an zum Kribbeln, man merkt richtig, wie alles pulsiert. Also ich kann das gar nicht beschreiben, also müssen wir es wirklich selber herausfinden. Und ich glaube, dass diese Matte auf jeden Fall qualitativ hochwertiger ist, weil das ganz andere Spitzen sind, beziehungsweise Akupressurpunkte werden da anders stimuliert, glaube ich, als bei diesen 20-Euro-Matten. Ja, warum ich mich eigentlich für diese entschieden habe und für keine anderen, hat eigentlich den Grund, wir haben hier wirklich hochwertige Materialien, sei es jetzt dieser Überzug oder halt dann hier drinnen ist das Ganze in so einen hochwertigen Kokosfaser eingelegt, also ihr seht das schon. Und ich glaube, somit haben wir hier wirklich hochwertig, nachhaltig gute Sachen am Start. Somit ist es eigentlich qualitativ wirklich sehr, sehr hochwertig. Es gibt verschiedene Sets von dem Ganzen. Das habe ich auch nicht gesagt. Dieses Material hier, das ist hochwertiges Leinen. Das heißt, wir haben Leinen am Start, wir haben Kokosfaser am Start. Ja, diese Blütenblätter sind auch nochmal speziell angefertigt worden. Ja, so schaut es jetzt aus. Leider ist das Ganze wieder sehr, sehr teuer, aber natürlich hochwertig auch sehr gut. Das Ganze kostet unverbindliche Preisempfehlung. Dieses Set kostet 250 Euro, gibt es natürlich auch immer diverseste Angebote. Aber man kann es auch einzeln kaufen, nur die große Matte, nur den Polster, nur die kleine Matte oder halt auch eine Tasche dazu, eine Transporttasche. Kostet das natürlich dementsprechend weniger oder mehr. Die Links dazu natürlich für euch wieder unten in der Videobeschreibung. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst uns ein bisschen drüber quatschen, weil das ist schon mal was ziemlich Heftiges und nicht jedermanns Sache. Ja, ich sage auf jeden Fall wieder danke fürs freundliche Zusehen. Über ein Däumchen nach oben und natürlich ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und ich hau mich jetzt nochmal auf die Matte, ich will es wissen. Und ja, darum bis zum nächsten Mal, YouTube. Ciao, Baba. Next you'll be close, I will wait as long as it's fit.